So, ich habe mir mal überlegt, wir könnten die Forschungsabteilung hier erweitern, weil wir gerade ein Problem haben mit der Entwicklung. Die dauert ein bisschen lange und deshalb ist es halt auch sehr teuer zu entwickeln. Wo ist die Heizung hin? Ah, da. Gerade am gucken, wenn ich das hier hinsetze, ist ein bisschen blöd. Vielleicht hier noch eine. Erstmal die Heizungen regeln, dann nach dem Rest gucken. Funktioniert. So, dann schließen wir das. Das brauchen wir nämlich nicht, denn wir ziehen jetzt die Kollegen hier langsam um. Wir nehmen den Schreibtisch. Packen den hier hin, den Schreibtisch und packen den hier hin, den Schreib. Moment, das sind Entwickler. Das war zu euphorisch. Den Schreibtisch packen wir dann, glaube ich, hier hinten dran. Und den packen wir hier hinten dran. Dann verschieben wir die Aufgabe hier rüber. Brechen die Unterstützung ab. Schnappen uns die Leutchen hier. Müssten vier sein. Ich weiß nicht, wo der vierte ist. Und packen die hier rein. So, dann kriegen sie noch ihren Teppich mit. Den haben sie schon eingesaut, also können sie noch weiter benutzen. Stellen wir einen Mülleimer hier ins Eck. Die Heizung kann da bleiben, die brauchen wir noch. Und vielleicht noch eine Zimmerpflanze. Hier. Guten Abend, Sapnok. Jo, dann haben wir das mal umgebaut. Das heißt, jetzt sitzen alle Forscher hier drüben und können den Kram hier entwickeln und hier mal wieder Platz. Dann können wir den Raum im Prinzip einfach abreißen. Die Heizung mal hier hin ballern. Und dann können wir diesen Raum erweitern. Und die Tür setzen wir hier rein. So, jetzt bin ich gerade am gucken. Das hier packen wir dann hier drüber. Die Uhr packen wir an die Wand. Die Heizung hier ans Fenster. Oh, wir haben noch nicht aufgewertet. Wir müssen auch noch die Aufwertung machen, sehe ich gerade. So. Ja, ich könnte die Tür weiter vorsetzen, aber dann komme ich mit den anderen Türen hier wieder ins Gehege und mir reicht das so. Erstmal. Eigentlich müssen wir theoretisch sowieso alles umbauen. Früher oder später. Weil wir kriegen riesen Teams später. Das ist nur mal der erste Step, weil ich gemerkt habe, die Entwicklungen dauern zu lang, die Programmierer brauchen zu lang, Grafik-Sound braucht alles zu lang. Deshalb versuche ich hier die ersten Gegenmaßnahmen einzuleiten, sozusagen. So, dann können wir uns nämlich noch
5 Entwickler einstellen im Laufe der Zeit und dann können wir schneller programmieren. Und dann könnten wir einfach den Game Designer von da drüben, weil der sitzt da ja doch schon ein bisschen allein hier. Abreisen. Und jetzt haben wir irgendwo einen Mitarbeiter ohne Abteilung. War wieder ganz clever. Den selektieren wir und packen den mal hier mit dazu. Dann gucken wir auf dem Arbeitsmarkt nach Programmierern. Oh Gott. Noch mehr Bugs. Nee, keine Lust so. Dann beauftragen wir die hier mal, Fachkräfte zu suchen. Und zwar Programmierer. Und da bin ich sogar mal geneigt, ein bisschen mehr Geld in die Hand zu nehmen. Ne, Moment, die sollen die Automatik starten. So, der erste. Der zweite. Keinen gefunden. Der dritte. Und keinen gefunden. Also müssen wir es nochmal per Hand starten. Hallo DK. Den will ich nicht. Dieses Feature macht ihn halt so teuer. Ach, wurscht. Dann sind wir die Sucherei los. So, dann gucken wir hier mal einen Spielebericht. Was hatten wir denn hier? Hat alles nicht gepasst. Ich würde nämlich ganz gern wieder eine Wirtschaftssimulation machen, aber die stehen so tief da unten. Ich weiß gar nicht, ob sich das zurzeit lohnt. Problem ist, wir können ja kaum was anderes. So, ich gucke nach Auftragsarbeiten. Super, AAA Wirtschaftssimulation, das ist perfekt für uns. Die Frage ist, ob wir 70% schaffen. Müssten wir eigentlich schaffen, oder? 70%. Das entwickeln wir jetzt. Da können wir lernen. Und viel Geld verdienen. So, wir holen uns von NFL Manager das Spielekonzept. Nehmen die VSim Engine, wobei die sollten wir vielleicht, glaube ich, vorher sogar noch updaten, bevor ich das mache. Weil ich glaube, es gibt schon wieder jede Menge neue Features. Krank. Ich glaube, eins haben wir nicht mal erforscht, weil das noch nicht mal die Forschungsabteilung nicht mal den Platz hatte, das zu erforschen bis jetzt. Ich wusste. So, die Marktforschung sagt, als nächstes gibt es Echtzeitstrategiespiele. Gefragt sind Personal Computer, GameStation und GamePortal. Oder Portable? Portable.
So, wir sind nicht dabei. So, ich gucke nochmal ins Auftragsspiel. Ah, es ist weg. Ich hätte es machen sollen. Das ärgert mich jetzt. Echt blöd gelaufen. DK, das hier ist der Spielstand für meinen YouTube-Let's Play auf schwer. Und nicht der Stream-Spielstand. Vom letzten Mal. Das ist der Grund, warum das hier ein bisschen anders ist. Aber ich brauche wieder Videos. Ich will das auch mal vorantreiben, so ein bisschen. Weil es kommt bald mein neues Internet. Da freue ich mich am meisten drauf, dass wir hier eine wunderbare Leitung haben in Zukunft, wo ich keine Angst mehr haben muss, dass wir Drop-Frames haben. Und dann kommt ein neuer Rechner, den ich mir besorgt habe. Der ist schon bestellt. Und dann will ich, wenn es geht, eigentlich den Spielstand hier auch schon durch haben. Und deshalb muss ich da mal die nächsten Tage ein bisschen Gas geben, dass ich das Zeug alles mal auf die Platte kriege, dass wir da nicht tausendmal anfangen müssen. Ich merke nämlich auch heute bei der Aufnahme, ich war so raus aus diesem Spiel, dass ich am Anfang, also ich weiß gar nicht, wir haben erstmal ein paar Millionen in den Sand gesetzt. Ich meine, wir sind gerade wieder dabei, Millionen in den Sand zu setzen, aber wenigstens mit Sinn und nicht komplett unsinnig. Ich suche halt irgendwie noch was, was keine Sportsimulation, also kein Sportmanager ist. Ich suche hier auch noch einen richtig guten Musikmanager. Vlado, ich versuche täglich online zu sein. Ich werde es wahrscheinlich nicht immer machen und nicht immer schaffen, aber wann immer möglich, versuche ich zu streamen. Mein lieber Mann, das ging schnell hier. Ja, Hemi, meine Musik kann man sich, also die normale Musik, die ich mache, die kann man sich anhören auf Spotify. Nee, nicht Spotify, Soundcloud. Die ist aber nicht ganz so der Knaller. Weil ich ja noch am Lernen bin. Dieses Hintergrundgedudel hier. Das ist so kurz und so klein und nur für das Spiel oder nur für die Wirtschaftssimulationen gemacht, damit die im Hintergrund wie so eine Endlos-Loop laufen, weil ich halt sonst gar keine Musik hätte. Und ja, ich will ja auch demnächst mal wieder ein bisschen mehr Musik machen und vielleicht sogar mal streamen, wie ich Musik mache, aber ich weiß halt nicht, ob das der richtige Kanal dafür ist. Es gibt mit Sicherheit einige, die es interessieren wird, aber dann kommen Leute, die Musik, oder interessiert sind, Musik zu machen auf diesem Kanal und dann mache ich die meiste Zeit Let's Plays oder Spiele. Weiß nicht, wie das ankommt. Communities Mission ist immer schwierig, habe ich festgestellt. Jo.
Die können mal ein paar Aufträge robben, damit wir wieder ein bisschen Geld kriegen. Hier, das läuft ja auch noch. Da haben wir 2900 in Vorhalte. Also die werden langsam aber sicher mit Sicherheit ins Plus laufen. Es sei denn, alle stornieren, weil das Spiel out of order ist oder nicht mehr gut. So, was können wir hier noch erforschen? Ich bin gerade echt am Überlegen. Soll ich einfach die Themen runterlutschen? Dann vielen Dank, dass du da warst, C640. Und vielen Dank, dass du die Folgen nachguckst. Gerne auf YouTube. Komm täglich. Das hier alles zu erforschen, meinst du, Klammi, wird mich 2,4 Millionen kosten? Sorry, ich war gerade irritiert. Ich hatte so ein Piepen auf dem Ohr. Scheint im Spiel zu sein. Ich dachte, es wäre ein Feuermelder. Ja, aber wir nehmen ja auch Geld ein. Und irgendwann müssen wir sie erforschen. Also warum nicht jetzt? Sapnok, die legendären Versuche habe ich aufgegeben. Weil ich festgestellt habe, es funktioniert nicht mit dem, was ich an Wissen habe. Ja gut, für die Produktion sparen ist gut. Da muss ich erstmal ein Gebäude kaufen. Die kosten ja auch 2 Millionen hier drüben. Kaufe ich mal ein Gebäude. Dass wir schon mal eins haben für die Produktion. Ich habe gerade ein Gebäude gekauft. Jetzt kosten sie die Hälfte. Ist es nicht schön? Ich kaufe ein Gebäude. Minus 50% Gebäudepreis ist der nächste super Effekt. Ich sag ja, ich habe heute einen Tag. Ihr sollt heute Lotto spielen. Ich verliere garantiert. Jetzt könnte ich das hier noch kaufen und könnte sagen, dann habe ich die zumindest mal alle. Für 1 Million. Dann haben wir noch 500.000. Dann kann ich kein Spiel mehr entwickeln. Ich will ja auch noch Spiele entwickeln können. Es ist tatsächlich der Feuermelder, den ich da höre, oder der Wassermelder. Klitzekleinen Moment. Ich muss mal dringendst weg. Thank you.
So, sorry dafür. Kann ich gleich was zu sagen? So, erstmal wieder alles. Es war jetzt so schnell, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier alles gerade gemacht habe. Das Spiel ist zum Glück pausiert. Da mal wieder Bild. Ah, ja, ist das nee. Wir haben so ein automatisches elektronisches Rückstauventil. Das heißt, wenn es draußen stark regnet und Wasser ins Rohr läuft, macht es automatisch zu. Und das hat jetzt zum zweiten Mal dieses Jahr scheinbar einen Defekt und piept die ganze Zeit. Es regnet ja nicht mal. Und zeigt einen Rückstau an und geht zu und piept und macht riesen Remi-Demi. Und das halt um 22:46 Uhr. Ist nicht sehr angenehm. Und deshalb musste ich mehr oder weniger gerade mal gucken, was da los ist. Dass man da mal einen Stecker zieht oder so. Sonst ist ja das ganze Haus permanent wach. Ja, wo waren wir stehen geblieben? Genau, bei der Überlegung, ob wir das andere Gebäude kaufen, was wir gesagt haben, nee, machen wir nicht. Ja, ich sitze schon in Haltung. Ich habe mich gerade hingesetzt, gell? Vielen Dank. Es ist erstmal wieder zur Luft kommen. Was soll ich machen? Die produzieren das. Das haben wir gerade gekauft. Ja, keine Ahnung, was das ist. Das hatten wir schon mal. Und da kam eine Firma und die hat dann da dran rumgebastelt und dann haben die uns erklärt, wie es, dass irgendein Fehler von der Software war oder was auch immer. Keine Ahnung. Wir haben das halbe Ding auseinandergenommen und draußen irgendwas geguckt. Von der Kanalseite her und ach, keine Ahnung. Ich kenne mich damit nicht aus. Krieg morgen die Hausverwaltung einen Anruf und dann sollte es wieder repariert werden. So lang piept halt nichts mehr, weil der Stecker raus ist. Jo, bin trotzdem gerade. Könnt ihr mir mal auf die Sprünge helfen? Was wollten wir gerade machen? War geschockt wegen dem Gebäude und ansonsten? Das haben wir erweitert. Ich habe gesagt, die da produzieren und das sieht ganz gut aus, dass die irgendwann ins Plus laufen. Geld sparen wollten wir und ein Spiel rausbringen, glaube ich. So, nur damit ich später in dem ganzen Chaos wieder Bescheid weiß. 3, 2, 1. So, wir wollten ein neues Spiel produzieren oder nach Auftragsarbeiten gucken, ob da was dabei ist, was wir können. Leider können wir davon nichts. Und ich hatte vor, eine Wirtschaftssimulation zu machen, aber die ist, glaube ich, gerade nicht so hip. Wir gucken mal, ob wir eine Fortsetzung machen können von irgendeinem Spiel. Zum Beispiel von The Manager. Ich bin jetzt gerade ein bisschen irritiert. Ich hatte einen Rugby-Manager und habe den blöderweise fortgesetzt statt ein Spin-off gemacht, weshalb er mir jetzt hier fehlt in der Liste. Was doof ist. Wir machen mal zu so Manager eine Fortsetzung. Ah, das ist sogar Rugby. Dann nennen wir doch einfachste Rugby Manager 3. Oder hatten wir sie gar nicht davor? Machen wir es einfach so. Und dann wird das umbenannt und dann schauen wir mal. Außerdem hatte ich, glaube ich, auch Spieleentwicklung und Wirtschaft noch freigeschaltet. Das heißt, wir können hier als Unterthema auch noch Wirtschaft dazu packen. Wirtschaftssimulation, Rugby, Wirtschaft. Die Frage ist halt, ob diese Manager überhaupt wirklich zusammenpassen. Ich glaube ja, Football und Erwachsene passt. Und bei Rugby Manager passt Rugby und Erwachsene.
Bei The Manager passt auch Rugby und Erwachsene. Wir hätten auch noch Bowling im Angebot, sehe ich gerade oben. Als Thema, was gerade hip ist. Aber wir müssen ja auch die Sachen alle mal sternemäßig hochbringen. Das große Problem, was ich jetzt habe, um alles reinzukriegen, was da reingehört, muss ich mindestens mal ein A-Spiel machen, was grundweg mal 1 Million kostet. Und im schlimmsten Fall, ja, gehen nur die beiden und eventuell noch hier die PlayStation und vielleicht haben wir auch noch irgendwo eine Xbox. Die gab es noch nicht. Dann haben wir hier nur die Nintendo 63. Ne, Super Nintendo ist glaube ich sogar zu klein. Genau. So, dann packen wir die noch rein. Dann haben wir Konsolen und PC recht gut abgedeckt. Also PC-Markt haben wir 100% und Konsolenmarkt 50%. Ist jetzt nicht der Superknaller, aber immerhin haben wir eine Zielgruppe von 273 Personen. Oder 273 Millionen Personen. So, so das, da haben wir sogar eine Generation übersprungen. Weil ich in der Zeit einfach keine Spiele und nichts machen konnte, weil, ja, kein Geld und Panik und alles. So. Und jetzt soll ich da weiter Einstellungen erforschen. Das ist auch wunderbar. Vielleicht hätte ich mal von dem NFL-Manager... Ne, wir hatten doch danach nochmal einen, oder? Jetzt habe ich alles umgestellt. Ich bin ein Held. So, das passt noch, das passt noch. So, da sind wir richtig. Jetzt müssen wir mal gucken, was der NFL-Manager so als Fanbewertungen hatte, dass wir vielleicht ein bisschen näher rankommen. Beschweren sich drüber, dass er zu harmlos ist, das wissen wir. Mehr Innovationen, zu sehr für Casual-Gamer, immer noch. Und mehr Innovationen. Bessere Spieltiefe, höhere Spiellänge. Alter, was sind das für Einstellungen hier? Ja, es ist halt die große Frage, wo streiche ich da jetzt was weg? Mach's erstmal hier, Charakterdesign. Aber das sieht irgendwie seltsam aus, oder? 9909. Ich weiß nicht, ob wir hier auf dem richtigen Pfad sind. So, 24 Features würden zu diesem Genre passen. Dann haben wir 2 Millionen Entwicklungskosten ohne die Soundabteilung, die Grafikabteilung und das Gameplay. Fixing. Also das gibt ein richtig teures Spiel. Und das in einem Markt, was glaube ich gerade mal 50% Nachfrage nach Wirtschaftssimulationen hat. Was soll's. So, automatisch aktiviert. Pony Game Station Modern Game Controller. Ja gut, dann haben wir 25 Features. Ja, da können wir auch mal wieder Marketing machen für Pac-Boy. So, aber erstmal machen wir hier für Marketing. Ich bin auch am Überlegen, ob es wirklich alles braucht. Wir machen mal nur 4. Weil wir hatten doch recht viel Überlänge in der Produktion, durch dem, dass wir alles hier machen wollten. Und ich meine, das ist alles schon sehr teuer. Alter, allein schon der Ambience-Sound, ja. So, Marketing. Ne, wir lassen es erstmal anlaufen, glaube ich.